Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier beim Supermarket Simulator. Ja Leute, und herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es freut mich unheimlich. Ich bin auch hier am Einräumen gerade, beziehungsweise kaufe jetzt gerade hier noch die letzte Packung Käse und dann kann das hier eigentlich auch schon direkt wieder losgehen. Bedeutet, ich mache natürlich den Laden hier direkt auf, damit der Gustav was zu tun hat. Und damit wir auf jeden Fall heute mal ein bisschen mehr als $750 einnehmen. Denn heute steht auf jeden Fall auf der Tagesordnung, dass wir die nächste Produktlizenz bekommen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall noch zwei weitere Regale. Denn hierzu brauchen wir, gibt es Bleichmittel, Reiniger, Geschirrspültabs, Handseife, Shampoo und Toilettenpapier. Und das müssen wir natürlich alles in die Regale packen. Und aktuell sind unsere Regale ja relativ voll. Deswegen, da brauchen wir auf jeden Fall zwei neue. Die kosten schon mal 400. Könnten wir eigentlich, würde ich sagen, jetzt schon mal direkt besorgen. Ne? Leute, machen wir. Sind die zwar erstmal leer, aber das ist jetzt nicht so ein Problem. Ne? Das ist jetzt erstmal nicht so ein Problem. Ja, packen wir natürlich direkt mal hier hin. Dann gibt es die Sachen erstmal direkt an der Kasse. So, mal gucken, dass wir die hier schön platzieren können. So, einmal. Und natürlich dann hier auch gleich das zweite Mal. So, ja, Achtung, junger Mann, tut mir leid, aber ich muss hier ganz kurz neue Regale platzieren. So, guckt doch mal dahin, Leute. Ach, das wird doch ein Fest hier. So, das heißt jetzt hier einfach nur einmal noch heute schön Kohle machen, Gustav. Wir brauchen vielleicht mal hier noch so jemand, der so ein bisschen Werbung macht für uns. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Können wir da eigentlich irgendwas zufälligerweise vielleicht buchen? Kann man da so ein bisschen was machen hier oder was ist da los? Ne, wir können natürlich sowas nicht machen, ist ja klar. So, wir bezahlen aber natürlich erstmal schnell unsere Rechnungen. Das heißt, wir müssen heute auf jeden Fall mal $500 machen, damit wir das Ganze hier schon mal organisiert bekommen. Damit wir hier die nächste Stufe erlangen. Und Leute, ich habe so Bock. Ihr seht ja hier, es ist noch so viel freizuschalten. Also, ich sag wie es ist. Da kommen noch ein paar Folgen auf uns zu. Wir brauchen hier mindestens im Supermarkt Level 90. Da sind wir noch weit von entfernt. Aber ich glaube, das kriegen wir. Das dauert natürlich einen Moment, aber das kriegen wir. Mit der zweiten Kasse dann später. Mit hier neuen weiteren Produkten. Sollte das am Ende des Tages auf jeden Fall laufen. Kann ich hier die mal hier... Nee, das ist die falsche Box. Das ist das falsche Böckchen. Ja. Die Getränke sind auf jeden Fall voll. Oh, da bräuchten wir vielleicht bald schon mal wieder ein bisschen O-Saft und Apfelsaft. Aber ich glaube mal, für heute sollte das noch reichen. Entschuldigung, junge Frau. Das sollte noch erstmal reichen. Aber ich bin ja immer so... Ne, ich will ja immer hier alles schön auffüllen, dass das hier ordentlich ist. Und damit das nicht dick ist. Und ihr wisst ja Bescheid, ne? Also... Das muss ja so, das muss ja so. So, haben wir hier mittlerweile Platz für die Milch? Ja, aber auch nicht so viel, ne? Ich will hier das Ding endlich leer machen. Noch zwei Plätze haben wir. So, packen wir das hier mal wieder dort drauf. Ja, lasst euch nicht hier von den Kartons stören, Herrschaften und Damen, ne? Ich habe leider noch kein Lager, dauert leider noch ein paar Tage. Aber wenn es soweit ist, ne, dann ist hier auch, das sind hier noch mehr Produkte und dann könnt ihr euch hier noch mehr entfalten. Also, kein Stress, ne? Kein Stress. Gut, gut, Leute. 448 haben wir aktuell auf dem Konto. Das sieht erstmal ganz gut aus. Ja, hier kommen wir noch wieder stramme. Was sind hier? Werden doch bestimmt hier ein Fubi jetzt doch, oder? Ja, wenn ich hier Kaffee sehe, wird das sogar 60. Ach, Leute. Herrlich. Der Kaffee ist hier einfach der Reißer. 11,60. Aber apropos Kaffee, könnten wir eigentlich schon mal direkt schon mal wieder eine Packung Kaffee mit hier reinpacken. Was können wir noch reinpacken? Eine Packung Reis wäre vielleicht nicht so schlecht. Damit das wieder voll ist. Der ist nämlich auch aktuell günstiger, der Reis. Ne? Mehl. Mehl packen wir noch mit dabei. Wunderbar. Hier könnten wir eigentlich schon mal wieder eine große Packung Öl mit besorgen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Noch eine große... Von dem, also eine große Packung, sage ich, ne? Einfach einmal Öl, Leute. Einmal Öl. So, einmal der Öl. So, packen wir erstmal den Öl hier rein. Super. Irgendwas wollte ich doch vorhin umräumen, ne? Was war das nochmal? Was war das denn nochmal?
Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen, Leute. War dann wohl nicht so wichtig. Naja, whatever. Mehl. Mehl muss rein, Leute. Sorry, ich fülle hier schon wieder auf hier. Ich mache hier eigentlich nur so einen 520-Euro-Job. Ich bin eigentlich nur Regalauffüller, ne? Also, ich bin ja nicht der Chef oder der Manager oder wie man es nennen möchte. Ich fülle ja nur die Regale auf, Leute. Ich fülle ja nur die Regale auf. Ist das leer? Ja. So, Kaffee. Kaffee kommt sofort. Ja, wunderbar. Zack, 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 zack. Ja, ist hier schon wieder Andrang. Also, ich glaube, wir brauchen vielleicht doch eine zweite Kasse. Kann das sein, dass die Leute auch später aufgrund dessen, weil hier die Kasse so lang ist, dann irgendwie, boah, Leute, guck mal, dann auch wieder nach Hause gehen? Mach mal das Licht an. Kann das sein, dass die dann wieder heimgehen oder vielleicht Produkte zurücklegen oder, nee, oder? Oh, Leute, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Leute hier drin wieder. 11. Boah. Nee, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn, wie die Leute hier abgehen. Krass. Das ist wirklich echt heftig, Leute. Aber ich glaube, wir könnten es heute gut schaffen. Wenn der Gustav hier heute mal noch ein bisschen schneller arbeitet, gell? Dann wäre das hier auf jeden Fall schon mal... Dann wäre das hier auf jeden Fall ein bisschen produktiver hier. Mensch, Gustav, ey. Mensch, Gustav. Das geht so nicht. Da musst du ein bisschen schneller sein. Ich kann mal hier noch ein bisschen auffüllen. So. Habe ich das für morgen schon mal gespart. So, Milch ist endlich leer. Endlich ist das Riesending hier leer. Ach, schön. Schön, schön, schön. So. So, komm, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal das, was ihr immer sagt. Jimmy, mach doch mal die Karton zu, dann siehst du noch, was da drin ist und ob da noch was drin ist. Ajo, macht er doch. Macht er, mach mal zu hier den Lachs und der Bärchen. Oh, habe ich wieder aufgemacht. Das war nicht das, was ich wollte. Falscher Knopf, ne? So, zack. Steht, wackelt und hat Luft. So, 7,46. Also, das muss doch heute hier. Gustav, wie sieht's aus? $30, wunderbar. Das heißt eigentlich, wir können jetzt direkt schon mal... Moment, ich guck erstmal, wie die Regale... Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Leute, das bedeutet, wir gehen jetzt hin und holen uns die nächste Produktlizenz für Bleichmittel, Reiniger, Geschirrspültabs, Handseife, Shampoo und Toilettenpapier. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was der ganze Spaß denn letztendlich kostet. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. 44 für Shampoo. 41. 159 für die Geschirrspültabs. Da muss der Gustav hier aber nochmal schön abkassieren hier. Da muss der Gustav aber nochmal schön abkassieren hier. Alter, Heidi Witzka, ey. Okay, das heißt, wir werden erstmal, wir müssen mal gucken. Ich pack es erstmal hiervon. Das alles rein. Wenn ich von allem eins hole, brauchen wir 290. Gustav, bitte. Beeil dich mal ein bisschen. Die Kundschaft, guck mal, die wartet und wartet und wartet. Also, mein lieber Freund, das muss hier ein bisschen akkurater gehen. Ich habe Angst, dass die mir irgendwann alle abhauen, Leute. Oder vielleicht nachher sagen, die Preise, das ist mir zu teuer. Ne? Da müsst ihr mir jetzt Rabatt geben. Ich habe hier eine halbe Stunde gewartet, bis ich da mal dran kam. Das ist ja nichts dann, Leute. Ja? Das ist ja dann nichts. Aber die Leute kaufen, das ist schön. Also ich glaube, den Produkt, wir bräuchten auch noch Eier und Käse, ne? Eier, Käse, ja, ich glaube, die Joghurts, ne, die sind nicht so krass besucht. Aber Wasser haben wir auf jeden Fall genug. Aber Eier und Käse ist auf jeden Fall schon mal ein Muss. Und hier wäre eigentlich auch noch mal ein Muss drin, ne? Und beim Brot vor allen Dingen, Leute. Ja, Gustav, hoffen wir mal, dass die zwei hier jetzt noch... Ja, das sieht doch schon mal wieder gut aus hier. Er hat auf jeden Fall gut eingekauft. Ah, prima. Komm, komm, komm. Ja, der eine Einkauf schon mal hier für den ersten Teil, den haben wir schon mal. Das hätten wir schon mal. Prima, ja. Machen sie. Zacki. Und die Dame, den auch noch mal gut gekauft. Wunderbar. Ja, wunderbar. Gustav, komm.
Zack, zack. Hau rein da in die Tasten. Schön. Super. 3,50. Das wird auf jeden Fall knapp, Leute. 38 kam. Einmal war es zu teuer. Aber heute haben wir wenigstens wieder $300 mehr gemacht. Gut, egal. Wie es ist, wir gehen heute auf jeden Fall rein. Milch ist wieder günstiger. Ach du lieber Gott, Leute. Das wird ja als günstiger. So günstig, dass wir bald gar nichts mehr dran verdienen. Muss ich da bald auch rausgehen und muss hier anfangen. Ich sag's nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ich sag's nicht. So, ich hole jetzt erstmal die 6 neuen Produkte. Dann gucke ich mal ganz kurz, ob es noch reicht fürs Brot. Reicht es noch fürs Brot, Leute? Ja, für ein Brot, fürs Brot reicht es noch. Und was war noch relativ wichtig? Eigentlich da hinten die Spaghetti-Nudeln, ne? Aber ich glaube, die sind zu teuer. Doch, die kriegen wir auch noch rein. Okay, kriegen wir auch noch rein. Wunderbar. Und dann ist es jetzt hier erstmal rum. Okay, hier haben wir, Leute, die Geschirrspültabs. Das, also, die müssen auf jeden Fall bei die Kasse. Das geht ja gar nicht hier. Ist ja dann nachher... Oh, Moment. Doch, ich mach's ja immer so, genau. So. Boah. Und Toilettenpapier. Das machen wir hier natürlich direkt nebendran. Zack, zack. Guck mal hier hin, ey, Leute. Das ist hier Premium-Toilettenpapier. Das ist ja richtig Premium. Ist das hier der Meister Propper hier? Guck mal, der Tuprop. Tuprop ist das. Leute, habt ihr den gesehen hier? Seife. Seife kommt natürlich noch hier schön rein. Oh Leute, ist das geil. So schöne neue Produkte. Hammer. Jetzt haben wir hier noch, ist das Bleichmittel? Ich glaube, das ist Bleichmittel, ne? Den packen wir vielleicht mal hier zum Reiniger. So. Achtung, stopp. Boah, das war knapp, Leute. Einer hätte es überfahren. Dann hätte ich aber, wäre ich aber hier im Dreieck gesprungen, ne? Also. So, was haben wir hier noch? Shampoo. Ja, das packen wir natürlich hier dazu. Schön zu der Seife. Och, Leute, herrlich. Ey, ich feiere es. So, das gute Brot noch. Und dann müssen wir jetzt erstmal noch neue Preise setzen. Für unsere neuen Produkte hier. Ja, Leute, ist das geil. Ey, ich feiere es. Hier. Boah, Marktpreis 20,54. Also, machen wir 20,75 erstmal. Alter. Klopapier 15. Ja, dann machen wir natürlich hier 15,65. So, was haben wir hier beim guten Reiniger? Da machen wir 3,25. Beim Bleichmittel machen wir 5. Nee, wisst ihr was? Wir machen 4,99. 4,99, Leute. Shampoo 6 Dollar. Wer bezahlt denn 6 Dollar für so ein Shampoo, ey? Was ist das hier? Ist da Gold drin oder was? Alter Vater, ey. Egal, 6,25. Passt. Seife 2,10. Machen wir 32. So, Leute. Geil. Okay. Attacke. Öffnen. Öffnen. Öffnen, öffnen, öffnen. Gustav, du machst hier jetzt heute schön Cash, ne? Schön arbeite. Schön die Kundschaft bedienen. Wir brauchen heute richtig viel Geld. Das muss hier heute richtig laufen. Mit den neuen Produkten. Gustav, gerne auch mal ein bisschen bewerben, ne? Das Ganze hier. Gerne mal ein bisschen bewerben, dass das hier auch gut ankommt. Unsere neuen Produkte. Ja, da ist schon die erste Dame. Gucken Sie doch mal hier drüben. Wir haben hier feinste, neueste Produkte. Hier. Premium. Premium Klopapier. Ach. Hier. Jetzt holt die sich da nur die alten Kackprodukte. Gehen Sie doch mal in die Kasse. Da sind die besten Produkte. Die schönsten, neuesten. Ja, die schönsten, besten, neuen. Was? Soda ist zu teuer? Wieso sagen die immer, die Soda ist zu teuer? Machen wir jetzt. Ich mache jetzt 2,79. 2,79 für die Soda. Bitteschön. 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 Ja. Noch nichts gekauft, ne? Aber schon gemeckert. Oh, Leute, es wird eng hier. Es wird eng hier. Ja, wir müssen auf jeden Fall. Ich muss hier rein. Ich muss hier rein. 6er-Pack Milch muss hier rein. Dann brauchen wir. Wir brauchen Bonbons. Wir müssen rein. Wir brauchen Schokodinger, die müssen hier rein. Schoki muss hier rein. So, was muss noch hier rein? Premium-Mehl ist auch schon, Leute. Ach du lieber Gott. Ja, jetzt ist jetzt klar, ne? Jetzt
Oh, das Öl muss auch. Das Öl muss auch hier. Zack. Uiuiuiui. Aber hier, die ersten Damen sind ja schon da. Die kaufen ja schon. Super. Aber oh, die hat Seife gekauft. Ey, schön. Super. Ja, sehr geil. Packmischung geht noch. Oh, 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 oh. Ja, 88. Wir brauchen 124. Oh, hoffentlich gibt es hier jetzt keinen Ärger. 102. Oh, er hat Bleichmittel gekauft. Aber günstig, glaube ich, das Bleichmittel, ne? Bleichmittel 4,99. Doch ein guter Preis, oder? 117. Es ist noch nichts leer, aber... Oh, doch, der Käse ist leer, Leute. Käse ist leer. Oh! Der Käse ist leer, die Eier sind bei der... Der Apfelsaft ist auch leer! Ach du lieber Gott! Ach du lieber Gott! Oh, wir haben hier schon... Hat da einer zwei Pack... Der hat hier einfach zweimal Klopapier gekauft, Leute. Der hat hier einmal zweimal Klopapier gekauft. Der gönnt sich hier. So, erstmal, ich muss das jetzt erstmal ganz schnell einräumen hier. Käse muss rein. Käse muss rein. So, Käse ist wieder da. Käse ist wieder da, Leute, kein Problem. Hier schnell Öl, zack, 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 zack. Bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Kein Stress, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, 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 ich bin schon am Start. So, oh, 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 oh. Ich hoffe, dass hier keiner nachher uns hier krass anmeckert. So. Bonbons. Hauptsache wieder die Bonbons sind da, ne? Hauptsache die Bonbons sind wieder am Start. So, hier, das brauchen wir auf jeden Fall. Das muss hier rein. So, das ist wieder full. Was waren jetzt noch hier? Eier. Eier brauchen wir auf jeden Fall, Leute. Wir brauchen Eier. Eier brauchen wir. Eier. Das geht noch, das geht noch, das geht noch, das geht noch, das geht eigentlich noch. Puderzucker geht eigentlich noch. Oder brauchen wir auf jeden Fall hier schon fast wieder Klopapier, Leute. Ich würde sagen, wir holen mal noch eine Packung Klopapier. Wir holen noch eine Packung Klopapier. So, Toilettenpapier. Was? Oh ja, wir brauchen ja auf jeden Fall noch Apfelsaft. Apfelsaft muss rein. So. So, Papier. Zack. Apfelsaft muss rennen. Ist leer, ne? Ich glaube, zwei rein. Jawohl. Zack. Klopapier. Achtung! Ich muss hier Klopapier auffüllen. Zack. Und dem Eiers. So. Ist zumindest erstmal wieder von allem was da. Ja, oder die haben aber gut hier vom Meister Brobber gekauft. Oha, der Meister Brobber scheint auf jeden Fall gut anzukommen hier, Freunde. Der Reiniger. Können wir einmal. So, nehme ich die Seife gleich mit. Die Geschirrspültabs, genau, die waren ja so scheiße teuer, gell? Ja, krass, ey. So, wir machen die auf jeden Fall voll. Entschuldigung, der Herr. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So, Seife. Leute, was ein Stress hier. Was ein Stress. Das ist wirklich krass, ey. Kaufen aber auch wie die Wilden hier. Entschuldigung. So. Und noch der Reiniger. Da müssen wir hier erstmal wieder die Funzel anmachen hier. Ist ja schon wieder dunkel hier draußen. Wieder nach 6. So. Wie sieht's aus hier? Käse, Joghurt, Eier. Ja, Joghurt können wir eigentlich dann auch schon mal wieder bestellen. Gute Joghurt. Die haben wir hier noch. Öl ist noch da, aber Backmischung könnten wir auffüllen. Also Moment, das war einmal genau das gelbe Öl und die Backmischung. Backmischung und gelbes Öl. Schnell. Zack. Haben wir noch irgendwas Dringliches? Ja, wir können eigentlich noch eine Packung von den Nudeln holen. Dann ist das wieder voll. Dann könnten wir noch eine Packung Salz holen. Dann ist das auch wieder voll. Und Käffchen geht noch. Wir können tatsächlich noch mal Tee besorgen. Ich glaube, das machen wir erstmal. So, erstmal das. Eins nach dem anderen, ne? Bevor ihr gleich wieder alles zu hat.
und ich wieder die Hälfte nicht bekommen habe. Erstmal das, was jetzt hier soweit erstmal noch leer oder fast leer ist. So, Salzos, Maximus. Ja, das reicht erstmal hier, der Salz. Salz kaufen die tatsächlich gar nicht so viel, ne? Ja. Öl. Aber mit Öl, da sind sie auf jeden Fall gut am Start. Öler. So. Backmischung. Ja, machen wir wieder voll hier soweit. Der Bärchen. Und hier haben wir noch das Joghurt. Im Joghurt. Zack. Ist es leer? Nein. Okay, ich packe die jetzt hier unten noch mit rein. Haben wir ja noch Platz. So. Wie sieht's aus? Eigentlich relativ gut, ne? Können wir eigentlich nochmal hier so ein Öl holen. Aber jetzt nicht mehr, weil jetzt ist der Tag schon wieder quasi rum. Boah, die haben auf jeden Fall gut Klopapier gekauft. Das ist schon wieder leer. Das ist schon wieder leer. Und die Tabs, die gehen eigentlich auch relativ, ne? Wir sind da immer pro Ding, ich glaube 6 Stück, ne? Bei. Aber haben wir doppelt voll bekommen? Da haben sie auf jeden Fall gut eingekauft hier. Oh, guck mal hier, guck mal hier. Das gibt heute der neue Rekord, Leute. Das gibt heute der neue Rekord. 70. Das gibt heute... Der knallt hier 100 voll. Der knallt hier 100 voll. Wunderbar, Leute. Eins an die Spitze hier. 112. 115 Dollar. Mein lieber Oscar, das war auf jeden Fall der größte Einkauf, den ich hier bisher gesehen habe bei mir. 115 Dollar. Lecco mio grande. Der hat sich auf jeden Fall gegönnt. Alter, wie geil ist das bitte? Absolut insane, Leute. Oh, und jetzt gibt es sich hier auch nochmal knapp 50 Dollar. Saustark. Ja, die nicht ganz so, aber die nimmt auch nochmal hier gut was mit hier. Auch, das ist auch schön, dass die hier alle so relativ per Karte bezahlen. Gefällt mir gut. So, wir machen mal hier, soweit das alles hier mal wieder gut voll. Machen wir mal hier wieder voll, schön. Oh, da ist der Karton schon leer. Gut, gut, gut. Aber hier die Cola, die können wir noch auffüllen. Ah, da ist noch eine Flasche drin. Ich würde die ja gerne dem Gustav schenken, ne? Aber geht ja natürlich leider nicht. Ist ja sehr schade. Moment, können wir hier... Ne, das war... Ah, das war der... Da gibt es den Karton hier. Ich glaube, ich mache jetzt den Käse hier runter. Nimm die Joghurts und pack die noch hier hin. Ja. Ja. Das ist doch so ganz gut. So, dann brauchen wir Apfelsaft. Apfelsaft, sage ich. Orangensaft. Machen wir schon mal die Bestellung fertig für den nächsten Tag. Wir brauchen Orangensaft. Wir könnten eigentlich noch mal Eier besorgen, damit das wieder voll ist. Achterpack Eier. Da geht's noch. Wir könnten... Nee, wir können auf jeden Fall noch mal eine Runde hier von dem Müsli besorgen. Dann von dem guten Öl auf jeden Fall. So, das gute Öl. Moment, wo ist das gute Öl? Das gute Öl. Moment, ich bin vorbei. Safe bin ich dabei. Hier. Hier füllen wir auch mal auf. Ich hole mal gleich hier. Ah, ich würde am liebsten. Wobei, doch. Geht eigentlich. Wir holen nochmal Geschirrspültabs. Wir holen nochmal zweimal Toilettenpapier. Dann ist das hier auf jeden Fall voll. Ja, ja, das sieht noch ganz gut aus. Hier können wir noch einmal den Reiniger nehmen, dann ist der voll. Dann brauchen wir nochmal von dem günstigeren Mehl. So. Und ja. Ihr seht, noch einmal hier den Kuchen. 415, aber wir sagen, nächster Tag, Leute, auf geht's. Haben wir eingenommen. 1200, Leute. 1200 haben 416 Dollar Profit gemacht. Oh, ich muss natürlich auch dann... Oh, die Eier sind teurer geworden. Direkt mal hier den Preis anpassen. Machen wir 309. Gehen wir mal 309. Mal gucken. Was ist jetzt noch günstiger geworden? Wo müssen wir wieder upgraden? Wo müssen wir wieder gucken?
Beim Müsli und bei der Handseife. Och Mann, ey. Müsli. Och, und wieder so viel, ey. Ach Mann, oh. Ja, machen wir 4,75 und bei der Handseife, die eh schon eigentlich nichts kostet, ne? Ich mach mal 2,05, komm. So, jetzt holen wir erstmal die Bestellung hier rein. $419 aus Hacke. Und dann machen wir hier erstmal den ganzen Laden noch voll. Chakalaka. Zack. So, wir machen den Laden hier auf jeden Fall jetzt so voll, wie es nur geht. Also, das passt hier. Zack. Prima. Jetzt haben wir hier unsere Müsli, unsere Good Morning Flakes. Hopp. Hier haben wir die Eier. Die müssen auf jeden Fall hier rein. Zack. Oh, Wasser brauchen wir noch. Wasser müssen wir dann noch holen. Hier ist noch unser Orangensaft. Der ist noch nicht leer. Ja, ich weiß. Jimmy drückt C, dann siehst du, wenn es wieder leer ist. I know. So, das war die Cola. Die war ja noch nicht leer. So. Wäre gut, wenn da an der Seite noch das Zeichen wäre, ne? Das wäre ganz cool, wenn man direkt von der Seite sehen würde, was da jetzt eigentlich letztendlich noch drin ist. Also, was da überhaupt drin ist. Das wäre ganz cool tatsächlich. So. Bobby. Müssten wir hier noch jede Menge Klopapier haben. So. Habe ich ja gleich zwei Packungen geholt. Damit wir hier schön voll machen können, das gute Klopapier. Man braucht ja Unmengen an Platz hier, das Klopapier, ne? So. Packe ich da rein, Leute. Und dann hole ich jetzt nochmal noch schnell eine Runde Wasser. So, einmal Wasser. Und ich glaube, noch einmal Puderzucker. Wasser, Puderzucker und Käse. Wasser, Puderzucker und den Käse. Und dann, Leute, würde ich auch sagen, was das wieder an dieser Stelle, Freunde, für die Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat es wieder gefallen. Und das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, denn ich habe hier echt noch mega Bock drauf, hier weiterzumachen, hier noch richtig abzuliefern, hier den Laden richtig schön zu vergrößern. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und das natürlich auch nur, wenn ihr natürlich auch darauf Bock habt. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, euch hat es wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst natürlich letztendlich nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, Leute, mache ich wahrscheinlich einen kleinen Sprung. Und dann sehen wir uns zur nächsten Erweiterung hier wieder. Und bis dahin, auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, wünsche euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.